So, willkommen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler 2, die nächste Generation. Ich war gerade in einer ganz kurzen Pause, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt, was ich hier eigentlich mache. Nee, Scherz, ich war natürlich, ich war zwar in einer Pause, aber ich war nicht verwirrt. Ich musste erst wieder reinkommen. Das war jetzt eine Viertelstunde Pause halt. Man hält sich ja immer so in etwa an die 15-Minuten-Regel, ne? Eine Stunde spielen und dann eine Viertelstunde Pause machen. Gerade beim Let's Playen ist das relativ wichtig, habe ich gemerkt. Aber egal, genug davon, von dem Geschwafel. Wir sind hier, um was zu spielen, nicht wahr? Und das tun wir natürlich auch. So, ich guck mal. Ah, wir können hier noch eine Straße bauen. Das mache ich dann mal geschwind. Naja, alles, wo man eine Straße bauen kann, da wird überall eine Straße gebaut. Hier geht's nicht, hier geht's auch nicht. Okay, geht's hier? Nee, hier? Auch nicht. Okay, da ist dieser komische Knubbel hier, der im Weg ist. So, der Floßkollege ist wahrscheinlich auf dem Weg. Ist natürlich noch sehr weit weg. Hilft nichts. Okay, dann gucken wir mal, was uns so diese Folge erwartet, nicht wahr? Ja, hier können wir auch noch eine Straße hinbauen. Und hier, glaube ich, auch. Ja, zum Lagerhaus, da lohnen sich viele Straßen hin, auf jeden Fall. So, hier war nichts, deswegen steckt hier eine Fahne. Ist in Ordnung. Dann könnten wir mal gucken, ob wir hier vielleicht nicht noch ein bisschen was ausnutzen wollen. Ich schau mal geschwind, was so unser Lagerbestand sagt. Also Kohle haben wir... Oh je, die Kohle ist sehr stark zurückgegangen. 3 Stück sind nur noch auf Lager. Mist. Da müssen wir uns was überlegen. Also ich baue noch mal ein paar Kohlebergwerke, Freunde. Das muss sein. Es hilft alles nichts. Und wir haben hier Stau. Wir kriegen hier langsam einen Stau im Anmarsch. Das ist nicht so geil. Ich schau mal, ob hier noch was ist. Beziehungsweise, ob hier noch was ist. Wenn nicht, dann müssen wir gucken, ob wir das mal woanders noch Kohle finden. Weil die da oben, ich glaube, das bringt so nichts. Ja, das da oben, die ganze Kohle, die muss da weg. Die bringt auch nichts, dort oben eingelagert zu werden, ehrlich gesagt. Ah, der Bauernhof schlummert. Der kann, okay, der kann hier nichts anbauen. Dann ist egal, dann können wir ihn abreißen. Dann bringt es der hier nicht. Fischerhütte ist fertig, sehr gut. Die brauchen wir immer. Gerade jetzt, wenn wir unsere Kohleproduktion ausbauen müssen. Kohle gefunden. Wo denn? Hier, okay. Ja. Sehr gut. Das heißt, wenn jetzt hier unten auch noch was ist, dann bauen wir hier noch ein Kohlebergwerk hin. Was ist das? Mittel. Okay, also das Feld hier wird von dem Kohlebergwerk beeinflusst. Hier ist nix. Okay. Ist hier noch was? Ja! Yippie! Da ist viel, dann können wir hier das Ganze noch mit dem Bergwerk hier abgrasen. Schauen wir mal, was in die Richtung noch so zu holen ist. Ich denke, das wird demnächst sich auch verabschieden, Freunde. Nein, nicht die Straße abreißen. Lohnt sich das denn jetzt schon? Schauen wir mal, ist hier auch noch was? Theoretisch dürfte hier nichts sein, weil da war ein... Okay, hier war doch ein Bergwerk gestanden. Egal, also mir soll es recht sein. Bauen wir hier noch ein Kohlebergwerk hin. Da oben ist nichts zu holen. Ist zu einer anderen Fahne, natürlich. Mm-mm. Okay, da oben ist nichts mehr. Ist egal. Haben wir hier noch eins? Dann würde ich sagen, müssen wir noch woanders hier eine bauen. Eine vor allem. Zum Beispiel hier. Ja, hier unten könnten wir eigentlich noch eins bauen. Aber nicht hier, sondern weiter hinten. Hier zum Beispiel. Da schauen wir aber erstmal, ob hier noch was zu holen ist. Fischerhütte wurde errichtet. Sehr gut. Es fehlt natürlich jetzt noch der Arbeiter, aber der kommt jetzt dann. So, ach, die Straße haben wir ja abgerissen. Genau, die wollen wir ja nicht hier nicht haben, weil wir ja hier Bäume haben wollen. Genau, das Sägewerk ist auch noch im Bau. 2 Holz. Wo hat er Gold gefunden? Hier hat er Gold gefunden. Na so, dann baue ich hier einfach ein Goldbergwerk hin. Schwupps, die Bub, die Bubs, die. So, haben wir ein Goldbergwerk hier hingestellt. Ja, also wir könnten eigentlich mal gucken. Die Fischerhütte hier ist noch fleißig am Produzieren. Sehr gut. Da ist nichts zu holen, das heißt, Moment mal, wir könnten eigentlich... Schau doch mal, was hier ist, bitte. Kohle gefunden ist hier. Okay.
Wo ist er denn unterwegs? Ist er schon wieder gegangen oder was? Ah nein, da ist er. Okay, ja gut, dann bauen wir hier. Oder hier. Bauen wir hier ein Kohlebergwerk hin. Und ich nehme an, dass da unten auch noch eins ist. Dann bauen wir hier auch noch eins hin, nur um sicher zu gehen. So. Bauen wir hier eine Straße nach da unten und von hier eine Wasserstraße hier hin. Ach, das geht nicht. Ja, okay, dann geht das eben nicht. Dann können wir auch die Fahnen hier abreißen. Brauchen wir dann hier nicht. So, hier eine Straße noch. Noch irgendwo eine? Geht hier? Nee. Okay, hier ist eine Fischerhütte. Wir haben sonst keinen Platz mehr. Wir können das ganze Holz hier nicht loswerden. Schade. Keine Rohstoffe gefunden, Fischerhütte. Ja gut, das tut mir natürlich leid. Aber jetzt gehen es natürlich alle, ne? Weil sie alle alles hier geplündert haben. Und so viele Fische können ja in einem Fluss nicht sein, ne? So, hier ist ein Bauernhof. Und hier ist ein kleines bisschen Stein, was wir uns noch abheimsen könnten. Aber wisst ihr was? Das machen wir. Was soll der Geiz? Wir haben ja die Kohle dafür. Also, die Kohle nicht, aber die Rohstoffe. Wisst ihr schon, was ich meine? Da ist ein Holzbrett unterwegs. Ein Brett vorm Kopf. Da war ja noch einer drin, nicht wahr? Ja, da war noch Steinmetz drin. Ja, also wie gesagt, was mit den Schiffen hier auf sich hat, das verstehe ich immer noch nicht ganz. Das müssten wir noch herausfinden. Und mit mir, mit wir meine ich. Keine Rohstoffe von Fischhütte, jetzt gehen sie alle. Ja, war ja klar, weil die war ja direkt neben dran. Natürlich ist die jetzt auch dann fällig. Aber okay. Schade drum. So, jetzt können wir das hier wegmachen eigentlich, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier war nichts zu holen, das passt. So, die Fahne machen wir weg. So, der hat's abgelegt. Sobald er jetzt auf dem Rückweg ist. Okay, können wir jetzt das hier auch wegmachen. Jetzt warte ich noch, bis der hier das Holz weggebracht hat. So nämlich. Obwohl, lass mal den stehen, den Weg. Den lass mal stehen, einfach nur um sicher zu gehen, dass hier... Dann kann hier nämlich entlastet werden. Sorgen wir dafür, dass es hier so somit quasi keinen Stau gibt. So, da ist eine Münze unterwegs. Sehr gut. Dann bauen wir hier ein Kohlebergwerk. So, da ist eine Fischerhütte. Das ist in Ordnung. Wo brauchen wir noch eine Fischerhütte? Ist hier ein... Nein, ist nicht. Okay, dann bauen wir hier noch eine Fischerhütte hin. Ja, ich baue sehr viele Fischerhütten. Aus Gründen, die ihr, denke ich, mittlerweile verstanden habt. So. Obwohl, Moment. Die Fahne reißen wir nochmal ab. Straße darüber. Machen wir die hier hin lieber. Dann können wir nämlich hier noch was hinbauen. Obwohl, nee, können wir eh nicht. Weil wir ja keine Straßenanbindung bauen können. Forsthaus fertig. Jetzt kommt alles auf einmal. Keine Rohstoffe, Fischerhütte. Ja, schade. Tschüss. Haben wir es umsonst gebaut mal wieder. Kohlebergwerk ist fertig. Okay. Holzfällerhütte ist auch fertig. Okay. Das Forsthaus ist hoffentlich schon fleißig am Produzieren. Schauen wir mal. Müsste jetzt schon am Produzieren sein. Tatsächlich. Goldbergwerk ist noch fleißig dabei. Die Mühle ist fleißig. Der Bauernhof. Ja Mensch. Fleißige Arbeiter haben wir hier. So. Ja, jetzt haben wir hier die Straßenanbindung endlich, die wir ja eigentlich haben wollten. Hier machen wir noch eine... kann man natürlich jetzt keine Fahne hinmachen. Schade drum. Hier geht auch nicht. Hier. Geht auch nicht. Okay. Brauchen wir auch nicht. Wir müssen ja nicht alles anbinden, nicht wahr? Jetzt können wir hier tatsächlich noch was hinbauen. Ist die Frage nur was. Kohlebergwerk. Ja, ist fertig. Sehr schön. Ups. Gebiet verloren. Wo denn? Ach komm! Pisser! Pisa!
Können wir es ausbauen? Ja, machen wir. Oh, es wird gespeichert. Okay, dann speichert er erstmal. Ist kein Stress. Also ich bin nicht böse drum, dass er speichert, ehrlich gesagt. Man weiß ja nie, was passiert, nicht wahr? So. Ausbau im Gang. Sehr gut. Der Ausbau im Gang. Nicht im Raum, sondern in dem Gang davor. So, ich baue eine Straße hier hin und möchte mal gerne wissen, was hier unten sich findet. Wahrscheinlich Kohle, würde ich mal fast schätzen. Schauen wir mal kurz auf die kleine Map. Oh je, da hat sich ja einiges getan. Was ist hier? Hier ist der Weiße. Okay. Ich denke, dann dürfte es hier bald rund gehen. Was haben wir hier? Hat er jetzt endlich mal Land? Hier oben, ein Gegner. Nein, hat er immer noch nicht. Ja, Mensch. Er nimmt uns all die Ländereien weg und das nur, weil ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Schnüff. Ja, was er hier gemacht hat. Eine riesengroße Straße, die von einem einzelnen Träger verwaltet wird. Na, gute Nacht. So, Gebiete errichtet. Mhm, genau. Gebiete wurde errichtet. Da laufen sie rum mit ihren Fischchen. Kohle gefunden. Sehr gut. Das habe ich mir schon fast gedacht. Da sind lauter Fischer unterwegs. Wir warten hier mit der Kohle noch. Weil wir müssen jetzt mal gucken, dass wir erst die Nahrungsmittelproduktion weiter stabilisieren. Und dann unseren kleinen Ausbau anpassen. Ich guck mal ganz geschwind. Kohle ist nichts mehr auf Lager. Mist Fische, 4 Stück. Davon 0, davon auch 0. Und jede Menge Wasser. Also Wasser, das ist sehr viel. 2262, um genau zu sein. Ja. Ich will mal ganz kurz die Dinger blockieren. Und das hier auch. Weil die brauchen wir hier unten nicht. Okay, ich guck mal ganz normal auf der Statistik ein bisschen. Besiegte Soldaten hat sich nichts geändert. Größe der Region. Der Rote expandiert hier mit einer Wonne. Das ist fast nicht mehr feierlich. Anzahl der Gebäude. Sind wir sehr weit unten natürlich. Wir brauchen nicht so viel. Lieber haben wir eine stabile Wirtschaft mit wenigen Gebäuden, als dass wir hier ewig lang viele Gebäude bauen und dann unsere Wirtschaft trotz alledem nicht funktioniert, nicht wahr? Quantität statt Qualität. Das ist das Motto. Okay, Anzahl der Siedler. Haben wir jetzt auch nicht so viele, aber es ist effizient. Und das ist das Wichtigste. Gilt hier auch, natürlich. Zustand der Wirtschaft. Und ihr seht hier, wir sind einsame Spitze mit 5526, was auch immer das bedeutet. Militärische Stärke 720. Das ist ja steil nach oben gegangen. Was ist da los? Hergestellte Münzen. Was? Wir haben unseren Verbündeten eingeholt. Nice, Leute. Wir haben unseren Verbündeten eingeholt. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Produktivität. Wir sind bei... Oh, ist eingeknickt. Ja, wegen der Holzfälle, nehme ich mal an. Besiegte Soldaten, 200, da hat sich natürlich nichts getan. Okay, ja, wir sind ganz ordentlich mit dabei immer noch. So, die Holzfälle ist fertig. Ach nein! Ah, ich Idiot! Das war ja das Forsthaus! Mist! Wo bleibt denn der Förstermensch? Ja gut, ich muss es wieder aufbauen. Es tut mir leid, das habe ich jetzt kurz verschwitzt. Entschuldigung, nicht hauen. Ich mach's ja wieder gut. Indem ich hier einen Weg baue. Mensch. So, können wir hier was... Ja, hier können wir noch was hinbauen. So, bauen wir hier wieder ein Holzfällerhütte hin. Ich wollte jetzt noch ein Forsthaus sagen. Aber es ist hier kein Forsthaus, sondern eine Holzfällerhütte. Okay, wie viele Leute können hier angreifen? 7. Oh, da unten, das wird wieder interessant. Gebäude errichtet Sägewerk, sehr gut. Gebäude errichtet Steinbruch, ist auch gut. Das wird bald sehr bald sich wieder melden, dass nichts findet. Ist aber egal. So, Kohlebergwerk ist fertig, ist auch gut. Können wir hier hin? Nein, können wir nicht. Können wir hier einmal außen rum gehen, vielleicht? Ja, können wir. Ist die Frage, ob wir es brauchen. Okay. Gut. Haben wir noch was übersehen? Nee, haben wir nicht? Okay. Goldbergwerk findet auch wieder nichts. Mist. Ach so, das hier. Ja, das ist klar. Das ist ja auch schon ewig alt. Mensch. Da hat schon Methusalem drin gelernt.
So, was ist denn hier so alles drin eigentlich? Nur Wasser eigentlich und Holz. Jede Menge Holzbretter. Okay, passt. Gebäude errichtet, Wachstube, sehr gut. Ups. Ich warte kurz, bis er hier das weggetragen hat. Und dann mache ich die Fahne weg. Nämlich jetzt. So. Hauptquartier, schauen wir mal. Wie viele Soldaten haben wir denn? Ach, jetzt scheitert es am Bier natürlich. 55, das ist natürlich nicht viel. Das Bier, was ist mit dem Bier los? Vielleicht brauchen wir noch eine zweite Brauerei. Ja, wir brauchen noch eine zweite Brauerei, dringend. Dann würde ich sagen, die bauen wir dann woanders hin. Nämlich da oben irgendwo. Dann kann die nämlich gleich zum Beispiel das Zeug von dem Brunnen und von dem Bauernhof hier gleich weiterverarbeiten. Theoretisch. Aber das wird natürlich wieder eh nicht funktionieren. Bauen wir es hier hin. Die zweite Brauerei. Wo ist es denn? Ne, Moment. Es sollte in der Nähe. Gebäude errichtet, Wachstube. Wachturm? Hä? Wachstube? Oh, Fischhütte. Haha. Habe ich außerdem drauf geklickt. Gebäude errichtet, Wachstube. Sehr gut. Haben wir dem dann das Land wieder abgeluchst? Ne, haben wir nicht. Ich hoffe, der baut jetzt hier. Der kann hier gar nichts mehr hinbauen. Goldbergwerk. Passt. Holzfällerhütte ist auch fertig. Das ging jetzt schnell. Und Kohlebergwerk. Sehr gut. Genauso will ich das und nicht anders. Genau, ich wollte jetzt ja ganz schnell noch eine weitere Brauerei bauen, denn das ist hier unser Engpass, unser kleiner. Ich gehe schnell dazu, zu unserem Hauptquartier und schau mal, was sich dort in der Nähe bauen lässt. Nix wahrscheinlich, wie ich mein Glück kenne. Moment, da unten ist die... Ich baue mal hier eine Holzfällerhütte hin. Aus euch bestimmt hoffentlich ersichtlichen Gründen. Ich möchte nämlich die Bäume da oben wegkriegen. Und dann können wir da oben vielleicht noch eine Brauerei hinbauen. Ne? Wenn das... Schauen wir mal, Getreide ist nichts eingelagert. Dann könnten wir mal gucken, dass wir irgendwo unsere Getreideproduktion stabilisieren tatsächlich. Weil bei der ist ja genau das ist das Problem bei dir eben. Ja, ihr merkt schon, ich bin irgendwie gerade ein bisschen... Neben der Spur, wie man so schön sagt. Lagerhaus. Wir könnten natürlich auch hier eine Brauerei hinbauen. Wisst ihr was? Das machen wir. Ich baue hier noch eine Brauerei hin. Hier nämlich. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Bäckerei, Eisenschmelze, Werft. Brauerei. Hier bauen wir noch eine Brauerei hin. Und dann können wir gucken, dass wir hier unten vielleicht noch ein bisschen mehr Getreide produzieren. Machen wir ja nicht genug. Tatsächlich. So, hier bilden sich jetzt langsam Schnellstraßen. Das heißt, wir könnten hier anfangen, schon eine Entlastungsstraße zu bauen. Wenn die ganze Strecke hier belastet ist, ausgelastet ist, dann machen wir hier... Obwohl, ich schau mal. Ah, das geht schon. Okay. Machen wir es so. Machen wir es gleich so. Dann haben wir es hinter uns. Selbst wenn sich dann hier keine Schnellstraße mehr bilden kann, ist in Ordnung. Wir haben so viele, Mensch, das... Okay, genau, wir wollten noch gucken, wo wir noch eine kleine, wie heißt es, einen kleinen Bauernhof hinbauen können. Das dürfte eher weit unten sein, tatsächlich. Die Münzpräge oben, die könnten wir eigentlich abreißen. Keine Rohstoffe gefunden, Holzfällerhütte, welche denn? Die da unten. Okay, dann bist du fertig. Dann kann ich dich abreißen. Tschüssikowski, war nett mit dir. Komm bald wieder. Hashtag wahre Freundschaft. So, es ist wichtiger, dass zum Lagerhaus viele Wege hinführen. Ja, ich denke, ich habe es schon mal erklärt. Ich sag's aber nochmal. Einfach nur, damit die Waren schnell dorthin gebracht werden können. Selbst wenn es aus vielen Richtungen ist. Es muss halt sein. Na, es geht nicht, dass... Wir müssen einen Flaschenhals verhindern. Und das tun wir eben, indem wir ein großes Straßennetz bauen. Wenn es auch auf Kosten unserer Bauplätze ist. So, wie schaut's denn hier eigentlich... Alter! Das ging ja flott, Leute. Das ging ja richtig flott. Was? Mit 36 Soldaten? Willst du... Alter! Also, Leute, wir können da ganz schön hier Rambazamba machen, ne? Ihr wisst da Bescheid. Okay, ich würde sagen, wir rücken mal ein bisschen weiter vor. Einfach nur ein bisschen. Wir könnten zum Beispiel mal... Wir müssen uns überlegen, was wir schwächen wollen von ihm.
Gehen wir nach oben. Gehen wir hier hin. 19, das ist ein bisschen viel. Machen wir einfach mal... 4. Ach, Moment. Ich schau mal. Generäle, okay. Lauter Generäle ist sehr gut. Auch lauter Generäle. Lauter Generäle. Und hier? Auch lauter Generäle. Sehr gut. Ich glaube, das sind alle die in Reichweite. Das heißt, wir können die hier ganz getrost einfach mal mit 6 Leuten angreifen. Schließen wir den Kreis um unser Land herum. Schauen wir mal, könnten wir eigentlich dann hier oben eine Anbindung machen? Ja, wir könnten eine Straßenanbindung machen. Tatsächlich. Ich glaube, das können wir dann auch machen. Das machen wir dann auch. Ich baue schon mal eine Straße hier hin, ne? Da wisst ihr Bescheid. Hehe. Machen wir hier eine kleine Wasserstraße rüber. Dann könnte ich von hier oben gleich die ganzen Materialien, die wir brauchen, beziehungsweise von da unten natürlich auch, gleich nach oben gebracht werden, beziehungsweise nach unten. Halt, ihr wisst schon Bescheid. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffentlich. So, hier wird gekämpft gleich, hoffentlich. Gucken wir mal. Da laufen sie rum, die zwei Soldaten. Sie suchen sich noch ihre Gegner. Machen wir mal die Karte hier weg. Die stört jetzt bloß. Die Dinger auch. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ermüdend, immer dieselben Thumbnails zu sehen. Ne? Immer so aus der Vogelperspektive, wie irgendwelche Leute sich kloppen. Aber das ist halt... Ja, das ist die Basis des Spiels. Du verprügelst hier quasi andere Spieler. In diesem Stil eben. In diesem Stil, wie man es von Siedler 2 kennt. So, hier haben wir was kaputt gemacht. Oh, das tut mir aber leid. Was hat er hier gebaut? Eine Holzverlöte. Den einen hier, den können wir nur mit 8 Leuten angreifen. Okay, ist egal. Komm. Machen wir hier erstmal eine Straßenanbindung, ganz ordentliche. So wie es sich gehört. Yeah. Bin abgerutscht. Moment, ich schau mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier muten. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht. Ich mute jetzt nicht das Falsche. So, ich habe nicht das Falsche gemutet. Sehr gut. Hashtag Show-Effekt. Nee. Diese Hashtags nerven echt. Muss ich sagen. Aber egal. Ich wollte ganz kurz meine Maus richten, weil ich nämlich am Rand des Mauspads war und dadurch bin ich irgendwie dauernd abgerutscht gerade. Ja. Nur so als kleine Erklärung. Entschuldigung quasi dafür. Okay, schau mal, Fridolin, was da zu holen ist. Auch wenn ich dort erstmal noch nichts abbauen wollen würde. Obwohl, könnten wir eigentlich machen, tatsächlich. Könnten wir machen, doch. Machen wir dann, denke ich, auch. Dann bauen wir hier einen Hafen. Dann baue ich jetzt hier einfach noch kein Lagerhaus hin, sondern hier einen Hafen. Und dann machen wir jetzt so eine Art wieder kleinen Knotenpunkt. Können wir hier eigentlich? Nein, können wir nicht. Dachte ich mir schon fast. So, da laufen sie. In Reih und Glied. So, hier fehlen jetzt natürlich jede Menge Truppen. Ich hoffe, das nutzt der nicht aus. Er könnte es theoretisch ausnutzen. Obwohl, vielleicht kann er es nicht ausnutzen. 23 Leute, Alter. Ja, wir brauchen dringend Bier, Leute. Das Bier muss her. Ja, Militärgebäude erobert, genau, sehr schön. Ich guck noch mal ganz geschwinde nach dem Bier, wie es jetzt ausschaut. Was? 286 Bier, wo ist das ganze Bier bitte? Wo zur Hölle ist das ganze Bier? Ist es hier? Ja, hier ist es. Warum ist es hier? Alles raus, Leute, alles raus. Das hat da nichts verloren, Freunde. Warum? Warum? Manometer. Ich tue jetzt mal überall in den ganzen Lagerhäusern, die wir haben, tue ich jetzt mal ganz geschwind das Bier ausschalten, weil das kann ja nicht sein. Also hier ist es ausgeschalten, sehr gut. Da ist noch eins. Da wird jetzt alles rausgeholt. Das wird jetzt natürlich einen Engpass geben. Tut mir leid schon mal im Voraus. Aber es geht nicht anders. Wir müssen das Bier alles ins Hauptquartier schaffen. Brauerei wurde errichtet. Sehr schön. Wie schaut es jetzt mit Getreide aus? Das möchte ich mal ganz kurz wissen. Ups. Die Münzpräge ist natürlich hier sehr fehl am Platz. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen anders mal gestalten wollen. Ist dann, sind in den Lagerhäusern hier unten, in dem Lagerhaus hier, ist da dann eigentlich ein Soldat? Nee, natürlich nicht. Ach, wisst ihr was? Das machen wir anders. Stattdessen sage ich lieber dem Hauptquartier, dass hier keine Waffen rein sollen. Dass die Waffen hier raus sollen. Und hier nicht hier oben rein.
Das Lagerhaus hier blockieren. Der Hafen ist schon blockiert. Produktion ist gestoppt, das ist gut. Lagerhaus hier oben, ist hier noch eins? Hier müsste doch noch eins sein. Ja, hier ist noch eins. Ist schon alles ausgeschaltet, sehr gut. Bauernhof, okay. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so schlau, wenn wir das... Nee, Leute, wir machen es doch anders. Wir machen es doch anders. Wo ist das Hauptquartier? Lass mal doch so. Machen wir doch andersrum. Sorry. Hey, machen wir es lieber so rum. Weil das will ich jetzt, ehrlich gesagt, will ich die lieber alle im Hauptquartier gesammelt haben. Weil das ist wichtig. Das muss verteidigt werden. Das darf nicht fallen. Wenn das weg ist, haben wir die Arschkarte. Und deswegen, ja, machen wir es lieber gleich so. Wir nehmen das Hauptquartier als zentralen Punkt. Und ja, mein Gott, dann dauert es halt ewig, bis Nachschub da ist. Ist dann halt so. Okay, bringt nichts. So, machen wir es so noch. Ja, gut, dann haben wir hier ein bisschen. Was wir in der nächsten Folge als allererstes machen werden, ist hier in dem Hauptquartieren überall die Sachen hier ausschalten. Es muss nämlich alles ins Hauptquartier. Hilft alles nichts, Freunde, hilft alles nichts. Das muss ins Hauptquartier. Aber wie gesagt, das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Ich baue jetzt mal hier schnell eine Straße darüber noch. Und noch eine hier hin. Einfach nur, weil wir es können. Dann können wir hier noch eine bauen. Weil da können wir eh nichts hinbauen. Brauchen wir auch nicht. Ist unwichtig. So, die Biere müssten jetzt alle hier auf dem Weg nach oben sein, wenn mich alles täuscht. Wenn sie nicht auf dem Weg nach unten sind. Das könnte natürlich auch sein, dass sie die jetzt alle nach unten schicken. Ich hoffe natürlich nicht. Keine Rohstoffe gefunden, Steinbruch. Okay, tschüss. Jetzt reiße ich noch schnell ab. Gold gefunden wurde hier. Ja, okay, wisst ihr was? Dann bauen wir es doch ab. Wir haben nur 3 Goldbergwerke, ne? Das müssen wir auch noch berücksichtigen. Oh, Jemine. Das bringt so nichts. Komm, den reiß mal die Straße ab. Das bringt nämlich so wirklich gar nichts. Können wir von hier eigentlich eine Wasserstraße... Da, tatsächlich, können wir. Okay. Und von hier... Ach. So, Fahne abreißen. Bringt auch so nichts. Können wir eine Straße hier hinbauen? Ja. Ups. Ja, euer Let's Player kriegt's gerade nicht hin, Freunde. So, machen wir jetzt hier eine Wasserstraße. So, genau, das wollte ich machen. So, das wollte ich ursprünglich erreichen. Ja, sehr schön. Okay, Freunde der Nacht, das war's für diese Folge schon wieder. Tut mir leid, aber es ist halt so. Wie es sein ist, sein muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann hier noch ein bisschen... Ja, wenn man dann dahin dann darum geht, zu versuchen, das ganze Bier ins Hauptquartier zentral zu verschicken. Mann, oh Mann. Dass man das aber auch nicht, dass man das auch nicht früher merkt, Mensch. Das meine ich, vielleicht ist es euch aufgefallen, dem einen oder anderen von euch. Aber man selber, ne, das ist, wie, ich kann es nur erklären, der Beifahrereffekt. Als Zuschauer, da bekommt man solche Dinge halt einfach mit, was so scheiße läuft. Auch vielleicht Dinge, die ich jetzt noch nicht weiß, weil ich die jetzt einfach nicht gesehen habe. Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wie gesagt, was ich jetzt nicht sehe, was vielleicht scheiße läuft gerade, was ziemlich schwerwiegend sein könnte noch, tut mir leid. Ich denke, es wird mir bald auffallen. Aber genug davon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schalte in der nächsten Folge auch wieder ein. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.